Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Abschluss noch eine persönliche Anmerkung in Richtung der AfD-Fraktion in diesem Kreistag. Am 25. März 2024 haben Ihre Parteifreunde Till Schneider und Wähler von 18 bis 21 Uhr zu einer Demonstration mit Aufzug in meinem Wohnort Bad Bibra unter dem Motto "Stoppt den großen Raubzug" angemeldet. Das ist Ihr gutes Recht, das ist Ihr Versammlungsgrundrecht. Bei genauerer Betrachtung der Demonstrationsroute fällt allerdings auf, dass Sie mir zu Hause einen netten Besuch mit Fahnen, Trompeten, Fußballtröten, Trillerpfeifen, Trommeln und Megafon abstatten wollen. Und der Aufzug, offensichtlich, man kann es hier sehen, extra für mich einen gezielten Umweg einlegt, um an meinem Haus vorbeizukommen. Wenn Sie einen Blick auf den Routenverlauf nehmen, wird das offensichtlich. Wir alle wissen, wer solche Instrumente der Einschüchterung, der Repression und der Bedrohung eingesetzt hat, wo so etwas hinführen kann. Und da muss ich nicht einmal die NS-Zeit bedienen, sondern es genügt ein Blick in das Jahr 2015 in den Burgenlandkreis nach Tröglitz mit einer vorbereiteten Flüchtlingsunterkunft. Anstatt die Auseinandersetzung mit Sachargumenten hier im Kreistag nach dem besten Weg für unseren Landkreis zu suchen, arbeiten Sie mit Hausbesuchen. Sie sollten sich in Grund und Boden schämen, so in die Privatsphäre meiner Familie einzudringen und meiner 85-jährigen Mutter, meinen Kindern, meinen Nachbarn damit schlaflose Nächte zu bereiten. Aber als Christenmensch glaube ich fest daran, dass Sie und Ihre Helfershelfer dafür einst zur Verantwortung gezogen werden. Bis es soweit ist, sage ich Ihnen, diesen Nazi-Methoden werde ich standhalten und auch weiterhin mit aller Kraft für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen, wo immer das erforderlich wird. Dankeschön.